wenn Sie programmieren, haben Sie für Ihre Hitachi und für Ihre Samsung Harddisk jeweils andere Programmierbefehle? Nicht wirklich. Irgendwie sieht das immer alles gleich aus. Fazit: Das Betriebssystem versteckt die Eigenheiten aller IO-Geräte und gibt ihnen diese generischen Schnittstellen. Es übernimmt auch für Sie die Speicherverwaltung, das heißt die Aufgaben, wo jetzt genau was hinkommt. Sie sagen einer Harddisk nicht, schreibt bitte aus dem Block 7 dahin, sondern schreibt das bitte auf die Harddisk. Und das Betriebssystem übernimmt für Sie dann die Aufgabe, das Allokieren des Speicherns. Zeitliche Überlappung haben wir bereits angesprochen, dass das kein Problem ist. IO-Treiber-Treiber-Schnittstellen ebenfalls und dass diese spezifisch auf die Hardware abgestimmt sind. Das Ganze vielleicht einmal ein Beispiel, wie funktioniert eine IO-Operation. Wir sind im Prozess drin, der macht erst Open einer Datei auf der Harddisk. Open ist ein System Call. Per System Call haben wir einen Transfer in den Betriebssystemkern. Das Betriebssystem hat hier etwas anderes gemacht, aber jetzt für uns führt es diesen Open-Befehl aus. Das passiert dadurch, dass Sie ein Aufgabe- oder IO-Controller-Befehl ausgibt. Das kann sein DMA-Programmierung, ist sogar auf dem modernen System höchstwahrscheinlich. Eine DMA-Programmierung, die Sie machen. Hier unten bindet dann das Kopieren der von Ihnen gewünschten Daten für das Öffnen der Datei statt. Das findet auf den Kontrollen IO-Geräten DMA, also separiert von der CPU, statt. Irgendwann sind Sie fertig, die Daten sind bereit, Sie haben das Teil erfolgreich geöffnet. Interrupt kommt zurück, das Betriebssystem war hier vielleicht irgendwas anderes am Machen in anderen Prozessen oder hat sonstige Aufgaben gemacht. In dem Moment mit dem Interrupt kommen Sie wieder zurück. Betriebssystem in den Kern gezwungen, bearbeitet Ihren Interrupt und sagt dann: Gut, hallo Anwendungsprozess, jetzt sind die Daten für dich bereit, das Teil ist geöffnet, hier vorne sage ich dann vielleicht: Read, bitte lesen wir den ersten Block, das mal geht das Ganze schneller, denn ich habe die Sachen jetzt nicht mehr auf der Disk, sondern im RAM drin. Fazit: Ich kann das viel schneller lesen, aber ich muss es auch noch lesen und dann habe ich das hier bereit. Der Systemaufruf hier in 1, wie funktioniert denn der